Sag mal, ich mache mir die Mühe und lade dich zum Essen ein. Du machst dir die Mühe. So habe ich das nicht gemeint. Du machst dir die Mühe, mich zum Essen einzuladen. Ja, ich mache mir die Mühe. Die Mühe, Zeit für dich zu finden. Bella Figura seziert Jasmina Reza wie in den meisten Stücken von ihr so die bürgerliche Lebenslüge. Sie lässt zwei Pärchen aufeinandertreffen, zwei ungleiche Pärchen. Boris geht mit seiner langjährigen Geliebten in ein Restaurant, das ihm ausgerechnet seine Frau empfohlen hat, und trifft dort auf die beste Freundin seiner Frau, die dort mit ihrem Lebensgefährten und seiner Mutter den Geburtstag der Mutter feiert. Das Ganze hier ist extrem peinlich. Was war's? Lass mich ausreden. Extrem peinlich, besonders für mich. Das ist ja nun eine absolute Horrorsituation. Und dann beschreibt das Stück eigentlich sehr schön, alle Figuren eigentlich in dem Stück, die großen Themen, die uns alle umtreiben. Man klammert sich zwar fest, aber früher oder später geht es für alle abwärts. Auch für dich, Großvater. Und an dem Abend kann man halt noch sehen, wie die nicht miteinander können, aber auch nicht ohneinander können. Und das finde ich ja jedes Spannende in diesem Stück, dass die nicht den Schauplatz verlassen, sondern bis zum Schluss da bleiben und reden und reden. Wer bin ich eigentlich? Was will ich? Wo will ich hin? Und wenn man mit den Gedanken aus dem Abend rausgeht, haben wir was geschafft. Distance.